Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Albina und heute mit dem spannenden Thema Boring weiter, Thema Swipen. Im vorherigen Video habe ich gezeigt, wie man ganz normales Swipen, wie wir Leinwände vorbereiten, hatte ich ein Video dazu gedreht. Und heute verwende ich ein bisschen Restfarben von dem Video Nummer 1, Swipen sozusagen. Und wir werden dafür wie immer Handschuhe gebrauchen. Wir werden unsere Farben gebrauchen und wie immer ganz gute Laune. So, Handschuhe an. Und bei dem Swipen ist es so eine Technik in Boring, wo wir ein Kissen brauchen. Und Kissen mache ich immer so, ich nehme diese glänzende Latex vom Baumarkt und mache Kissen daraus. Und das wird obendrauf einfach auf Leinwand gegossen. Die Farbe von Kissen ist ein bisschen dickflüssiger als die Farbe für Swipen. Und das mache ich einfach hier in die Mitte. Mache ich dann so eine, ja, Kissen heißt das. Und damit das ganz schön in die Ecken fließt, verteile ich das mit dem Stäbchen so ein bisschen an die Kanten, meine Farbe. Und wie gesagt, alle technischen Sachen sind in anderen Videos schon geklärt und hier ist das pure Spaß. Aber natürlich, wenn ihr noch weitere Fragen habt, ich bin wirklich dankbar für eure Fragen, für eure Folgen, dann schreiben Sie das und ich versuche, wenn ich wieder Zeit und Lust habe, das zu drehen. So, jetzt ist mein Kissen fertig und eben ersten Swipen war bei mir so, dass da so weiße Farbe zu wenig war, deswegen vorsichtsweise kippe ich hier noch ein bisschen mehr, damit es auf allen Ecken genug Farbe da ist. Und dann fange ich mit den, das ist die Bronze, ja, und die Farbe, wir wissen alles, die sollte, also wenn sie so ein bisschen gestanden hat, sie sollte dann fließen, so sollte man die ein bisschen mischen und dann fließt die Farbe, ja, so, so. Dann nehme ich meine Stäbchen raus und ich gieße die Farbe einfach in die Mitte rein. So. Was Gutes bei Swipen ist, man sollte nicht ganz viele Becher mit Farbe mischen. Es reicht wirklich ganz, ganz kleine Menge. Und wenn die Farben, wie gesagt, gestanden haben, dann die ein bisschen mischen. Ich mache die Stäbchen schon raus und in die Mitte noch ein Klickchen. Dann nehme ich wunderschöne Türkis, das ist so blau-türkis-metallic-Ton. Da gieße ich das auch wirklich in die Mitte. Ein bisschen mehr. Und dann graue Farbe. Dann nehme ich wieder ein bisschen Bronze. Und abschließend dunklere Farbe, damit es schönere Kontraste im Bild entstehen. Wieder dunkel. Und in die Mitte ganz wenig wieder von unserem Zellenaktivator. Ich hatte das australische Fluoretrol genommen. Wie gesagt, alle Rezepturen sind schon in Beschreibung. Und ich brauche wirklich ein kleines Tröpfchen da rein in die Mitte. Das ist mein Zellenaktivator, damit das Ganze ein Netz hat. So, und hier würde ich das jetzt alles in verschiedene Richtungen. Ich habe das so dünn, meine Werbung so ein bisschen dünn und dick aufgeschnitten. Und dann gehe ich aus der Mitte mit Kante von der Mitte, das so ein bisschen zu drehen. Und wenn wir die Farbe ziehen, dann ist das wichtig, dass wir das langsam ziehen. Atem einatmen, ausatmen und zählen 1, 2, 3 oder so. Aus der Mitte nach außen, ein bisschen mit leichtem Druck. So. Und wichtig ist abtrocknen. Aber ich nehme andere, ich habe genug Werbung da.
gehe ich dann hier so in breiter in diese Richtung, ein bisschen so. Drehe das ein wenig. Ziehe dann mit dünneren ein bisschen so raus. Und wie gesagt, ihr könnt dann ziehen, so wie es euch lustig ist. Hauptsache, dass diese weiße oben von Farben bleibt. Ja, das ist das Trick daran. Dass wir Zellenaktivator nehmen und den mit Farbe ziehen. Aus der Mitte nach außen. So. Ich überlege noch eine. Ich denke, hier ist mir noch zu wenig. Dann ziehe ich noch von da. So. So ist mein Stern fertig. Sternblume. Und jetzt beginne ich mein Bild langsam zu bewegen und schauen, was passiert. Aus vorherigen Video habe ich gelernt, dass ich ein bisschen mehr von Kissen nehme. Das hat jetzt hier gleich positiv bewertet. Die Farbe fließt viel, viel schöner. Und ich habe genug Farbe überall. Bis zur Ecke ziehen. Hier kann man ein bisschen nachhelfen. Und dann kann man das weiter bewegen. Boah, das sieht cool aus. Begeisterung pur. Puring-Menschen werden mich verstehen. Ich hatte lange diese Zellen nicht da. Ich war so traurig. Und jetzt sind sie da, Leute. Diese Zellenaktivator ist echt Hammer. So. Und natürlich, wenn das Ganze funktioniert, denke ich mir, wollte man puren und puren und puren. Das war ein Puring raus. Da kann man gefühlt mehrere Leinwände dann puren. Und dieses Gefühl gönne ich euch auch, weil das ist einfach Hammer. Und natürlich jetzt so ich setze mich hin, ihr guckt das weiter, kleine Werbepause. Wenn ihr noch keine Materialien habt und das noch nie probiert habt und weiß noch nicht, ob das eure ist, dann können Sie zu mir in meine Schule kommen, dann machen wir das zusammen. Leute, Spaß pur. Schauen Sie mal. Oh, das ist dieses Netz, ja? Dieses Netz. Ich habe jetzt noch eine Idee. Das mache ich jetzt im nächsten Video. Ich habe hier noch ein paar Farbenreste. Ich habe das auch irgendwo geguckt, dass ich dann noch die Farbe ein bisschen anderes so ziehe, damit ich noch stärkere Kontraste jetzt sehe. Und einmal wollte ich noch negative Puring machen sozusagen, dass ich das als Zellenaktivator schwarze Farbe nehme. Das, wie gesagt, die Reise beginnt oder hat begonnen. So. Schauen Sie mal, das ist doch klasse, ja? Und wie gesagt, wenn ihr bei euren Bildern noch nicht so sagt, naja, das ist, reicht mir nicht, ich würde noch was dazu machen, da kann man noch weiter drehen, aber ich bin gerade total, das ist hier eine Ecke, ich muss das noch ein bisschen drehen, so,
Eine Ecke bei mir ist noch frei. Ich kann da ein bisschen weiß machen. So. Und ich wollte euch zeigen, wie gesagt, wichtig ist auch, dass ihr das unten hält. Jetzt sind die Hände ein bisschen schmuddelig. Dafür haben wir auch unsere Lappen da. Abtrocknen. Und dann kann ich wieder unten halten und euch zeigen, wie toll. Also immer unten halten. Und alle Ränder sind jetzt auch im Bild. Ich liebe es in Puring, so diese Leinwände nehmen mit dicken, so dickere Ränder. Ach, nichts passiert. Weil das könnte ein schönes Wandobjekt sein. Man könnte diese Leinwände wirklich auf Regal stellen. Und das ist immer ein Hingucker. Ja, so, liebe Leute. Ich bin wieder begeistert, hoffentlich ihr auch. Und wenn es euch mein Video gefallen hat, dann abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal, folgen Sie mich bei Instagram und Facebook, stellen Sie eure Fragen und teilen Sie eure Bilder mit mir. Ich freue mich auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Video mit Puringrausch, eure Albina.